zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Hopfach im Landwirtschaftssimulator 2019. Ja, wir machen hier gerade mal noch so die Eckchen jetzt fertig, die der Helfer nicht richtig gearbeitet hat. Da müssen wir hier einmal hoch, einmal runterfahren. Das wird jetzt so erstmal unsere Hauptaufgabe werden. Dann hoffen wir, dass der Baumwollernter mal jetzt wirklich schnell fertig wird mit seiner Arbeit da drüben. Aber das haben wir ja gestern gesehen, dass er da ja schon relativ weit gewesen ist. Also das sollte sich auch nur noch um Minuten handeln. Und dann müssen wir da drüben fertig kalken und ja, das Ansehen werden wir dann auch mit dem Valtra machen, weil wir hier unseren schicken Fast Truck dann zum Wegfahren der 2,5 Baumwollballen noch benutzen wollen. So, jetzt haben wir hier oben auf der Seite erstmal fertig. Das heißt, jetzt müssen wir einmal kurz rüber gucken, wie es denn auf der anderen Seite aussieht mit der Kante, ob er die auch gut bearbeitet hat. So. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hier hinten haben wir, glaube ich, eh selbst gearbeitet. Das heißt, da ist... Aha, nicht so schnell, nicht so schnell. So, dann würde ich sagen, dass wir die Sämaschine einfach mal hier kurz abstellen. Und dann schnappen wir uns den Ballenwagen und dann geht das gleich mal los. Beziehungsweise schicken wir den mal auf die Reise. Wieder dasselbe Ding. Wir müssen halt drauf achten, wenn er da drüben ankommt, aber das haben wir ja die letzten Male ganz gut hinbekommen. So, wir machen trotzdem mal hier an. So, ja. Dann machen wir hier noch ein bisschen Kalk. Ja, guck mal, der macht auch gerade die letzte Bahn da. Wunderbar. Und dann können wir nämlich auch den Baumwollpflücker zurückgeben, der ist ja nur gemietet. Dann ist das Thema auch erstmal abgeschlossen. Und dann kann ich hier eben gleich die Sämaschine los rumsen und hier das Feld fertig machen. Gucken, ob wir das heute schaffen, die drei Ballen wegzubekommen. Das würde ich mir ja doch wünschen, wenn wir das hinbekommen irgendwie. So, ich glaube, wir müssen hier noch mal gleich Kalk nachfüllen. So, 300 Liter haben wir noch, also weit kommen wir nicht mehr. So, dann machen wir den gleich einmal voll und ja, dann werden wir hier unseren Pflücker gleich mal ausladen und zurückgeben. Nicht, dass der uns noch mal irgendwelche Mietkosten verursacht. Das wäre nicht so gut. So, dann hier entlassen. Wir machen das weg. Wir machen das aus. Dann schmeißen wir den Ballen einfach irgendwo hier mal ab. So, wir müssen aber gleich mal gucken, der Fast Truck ist erst unten im Dorf. So, dann jetzt den erstmal zurück.
Ja. Dann können wir Kalk. Kalk, Kalk, Kalk. So, dann müssen wir nur noch überlegen, was wir hier ansehen wollen. Aber ich würde irgendwie mal so Sojabohnen, Mais, nicht Mais, Raps vielleicht. Ja, ich muss gleich mal gucken, was wir hier links auf der 45 ist das, glaube ich, was wir da drauf gemacht haben. Um da dann ja, irgendwie was anderes jedenfalls drauf zu machen. So, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal um den Fast Truck kümmern. Wo ist er? Ja, gut, ist noch nicht ganz oben, aber warte mal, dann lass uns mal die letzten Meter mal selbst fahren und ich will mal hier die Punkte hier ausblenden. Dann gucken wir mal, wie sich die Preise denn so verändert haben. Sechsundfünfzigtausend immer noch. Das ist doch wunderbar. So, dann machst du hier weiter. Und wir machen hier weiter. Upsa, komm. Da vorne war ja noch ein bisschen was, das wir machen mussten. Genau hier. Dann gucken wir uns das Ganze gleich mal in der Übersicht an, ob wir gut so jetzt gearbeitet haben, und dann können wir gleich mit der Sämaschine loslegen. So, genau, dann gucken wir mal. Ja gut, diese Streifchen, die sind jetzt egal. Komm. Den stellen wir weg. Ablassen. Abkuppeln. Dann rüber zur Sämaschine. So, warte mal. Wir müssen mal hier kurz anhalten. Was haben wir denn hier drauf? Das sind Sojabohnen. Das heißt, dann machen wir hier drüben Raps. Ein bisschen Abwechslung mal auf die Felder bringen. Das ist auch mal wichtig. Nicht immer das Gleiche drauf machen. Zu schnell fahren hier. So, wir haben hier Haferraps eingestellt. Das war jetzt, oh, ich vergesse das immer, 46. Feld 46, Sehen 6 Meter, nee. Feld 46, Sehen 12 Meter, auch nicht. Nee, da müssen wir also einen neuen Kurs machen.
starten wir am besten hier oben. Wir machen jetzt hier, wie war das? Hier hin. Feld. 46, 9 Meter. Wir starten hier. Wir machen ein Vorgewände. Weich machen wir das diesmal. So. Und dann speichern wir das Ganze und das Seenfeld 46 und nicht Seenfeld 46, 9 Meter, Dankeschön. Starten. Wir machen uns so sicher, dass er auch auf den richtigen geht am ersten Wegpunkt. Ja, macht er. Have fun. So, wo ist der? Guck mal, der ist auch schon wieder hier. Wunderbar. Ah, ja. So, in voller Fahrt das Ding rausnehmen. Das ist nie gut. So, dann lass uns mal den nächsten Ballen holen. Dann fahren wir jetzt gleich mal selbst eine Runde. Weil, wie gesagt, die Seemaschine arbeitet jetzt da oben. Sonst haben wir erstmal nichts weiter zu tun. Das nächste wäre dann, dass wir wieder mal Ausschau nach irgendeiner Mission macht oder nach einem Feld. Guckt, was wir uns vielleicht aneignen können. So. Einmal die Wände. Upsa, da geht's hoch, runter. So, rein ins Cockpit und los geht's, aber mit Vollgas rüber. Ja, und den halben Ballen, den können wir dann, denke ich mal, morgen noch wegfahren, weil heute wird das doch ein bisschen zu eng mit den ganzen Zeugs wegzubringen. Aber ja, geht alles, geht alles. So, dann schießen wir mal da schnell rüber. Ich denke mal, irgendwie über die 400.000 sollten wir eigentlich drüber kommen. Boah, das ist schon mal ganz, ganz ordentlich. Also wir haben gesehen, die Baumwolle, es braucht Zeit, gerade was das Ernten angeht. Aber es bringt wirklich gut Geld. Ich musste nachher mal in der Statistik hier gucken, ob wir die Verkäufe bei der Weberei, ob die irgendwie gesondert aufgeführt ist, um mal zu sehen, wie viel wir jetzt da wirklich insgesamt bekommen haben. Das kann ich jetzt so, hätte ich mir mal aufschreiben müssen, beziehungsweise man müsste sich die alten Videos nochmal angucken, aber nee, ich weiß nur, dass es viel Geld war und wir haben zwar die Ausgaben für den Ernter gehabt, wir haben auch den Anhänger hier gekauft, den können wir gleich dann auch wieder verkaufen, weil den brauchen wir ja erstmal nicht mehr, weil ich glaube, so schnell werden wir keine Baumwolle wieder machen. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwie ein neues Feld leisten. Was halt auch ein Problem ist, wenn wir missionstechnisch nur ja, bei uns in der Nähe arbeiten wollen und wir uns da oben die ganzen Felder wegkaufen, haben wir halt missionstechnisch nicht mehr so viel zum Tun, aber naja, eigene Felder sind, denke ich mal, wichtiger. Oh, nicht so schnell hier.
auf den schmalen Wegchen. Sieht die Straße fast nicht mehr. Oh, hupsa. So, aber wir dürften gleich oben sein. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie dieses Ort hier heißt. Oder dieser Ort, dieses Ort. Das ist Wolpertsdorf. Gut, wissen wir also auch Bescheid. So, machen wir hier mal die Außenansicht. So, während der ablegt, kann ich mal einen Schluck kurz trinken. So. Abgeladen haben wir, also ja, dann gucken wir mal ganz kurz in die Finanzstatistik. Verkaufte Ballen, das ist die Wolle. Wunderbar, weil wir keine anderen Ballen verkauft haben heute. Das muss was anderes gewesen, aber das 361.000, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. So, aber dann lassen wir den mal hier so zurückfahren, weil wir machen den aber auf Transport jetzt und Abfahrer einstellen, warten. So, wie sieht's hier aus? Du bist hier fleißig am Ansehen. Da müssen wir gleich mal nachtanken, was Saatgut angeht. So, ja, haben wir denn irgendwie was zum Arbeiten? Wir müssen nochmal gucken, ich vergesse das immer wieder. Zwischen 28 und... Naja, 28 und 80 können wir... relativ leicht machen. Das hätten wir hier grubbern. Ja. Sehen. Die 68 zum Beispiel, da könnten wir dann ausrücken. Die 75 Pflügen, 11.000. Ja. Ja. 21, ne, die ist nicht in dem Bereich. Hier ist noch mal was mit Pflügen. Ernten 79, das sind Kartoffeln. Nein, danke. Auf der 66 wären Sonnenblumen. Die 66, wo ist die denn? Hier unten. Hm. Das würde ich sagen, das machen wir mal. Hat da nee, wir müssen den hier wegfahren, damit wir an das Maisgebiss rankommen. So, dann holen wir mal den Drescher. Ja gut, ich habe jetzt wieder vergessen zu gucken, wo das Zeug hin muss. Werden wir uns überraschen lassen. So. Ich würde sagen, da wir eh schon wieder am Folgenende sind, dann fahre ich den Drescher da schon mal rüber. Und dann können wir morgen da direkt mit dem loslegen, mit dem Ernten. Würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Ding. So, dann, ja. Na, bleibt nur noch zu sagen, macht's gut und wir sehen uns morgen um 9 Uhr zur nächsten Folge.